Herzlich willkommen bei S21 Bau TV. Wir blicken auf BA 19 und 11 Richtung Süden und zoomen gleich mal auf die mittlerweile ehemalige Baulogistikrampe in BA 11. Denn die ist Geschichte. Die beiden hier haben sie zerstört. Also mit dem Longfront raus den Dreck und weg damit. Hab jetzt gerade die Pause erwischt. Das macht aber nichts. Wir sehen, von der Höhe her ist schon einiges abtransportiert worden. Hier die Arbeiten am Treppenhaus für Bahnsteig 2. Bahnsteig 3, ich korrigiere. Man muss ja schon schön durchzählen, von rechts nach links. Jetzt ist der zweite im Blick und der erste ist noch unter der gelben Plane. Die Arbeiten am Nordausgang, der Wetterschutzzugangsbereich auf dem Kurt-Georg-Kiesinger Platz für die neuen Wartehallen. Links unten, das ist der Bereich vom Unterhaupt. Düker West, Hauptsammler West. Ich weiß aber nicht, ob die Gebäudestruktur, die man sieht, etwas damit zu tun hat oder einfach das nur oben drauf kommt. Aber die Pause ist zu Ende. Vielleicht war es schlicht der nächste LKW. Jetzt können wir noch ein bisschen zuschauen. Und ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Leute, ich sehe gerade, der Zugang ist wieder offen. Hier links an der LBBW vorbei. Und dann dachte ich mir, das nutze ich doch gleich mal, indem ich die Kamera einfach laufen lasse. Werden wir rüberlaufen und schauen uns nochmal BA9 von der Seite an. Also von der Schalung her schätze ich mal, dass diese Wand zum Abschluss des Monatsbaus bald betoniert wird für die erste Etage. Und hier in BA9 freigelegt die nächste Horde Gründungspfähle, um sie dann mit der Bodenplatte zu verbinden. Hier gibt es auch ein neues Detail, und zwar wurden die Gründungspfähle ja alle am Ende von BA9 mit schwarzem Material, also ich nehme an Schaltafelröhren, ummantelt. Darunter ist ja das ganze Bauwerk vom Hauptsammler Westdüker. Jedenfalls hier hinten haben wir noch einige mit der Ummantelung stehen und alle anderen
sind jetzt ausgepackt worden. Also jetzt nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, und wer nichts verpassen will, abonniert am besten den Kanal. Ciao!